Und das wird auch wichtig sein bei diesem herausfordernden Thema, der Absolutheitsanspruch der Bibel in Konfrontation mit dem Zeitgeist. Ich möchte zu Beginn zwei Verse des Apostel Paulus lesen, zwei Stellen, die uns begleiten werden. Die eine steht in Römer 12, 1-2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, auch wieder im weitesten Sinne generisches Maskulinum, ne, wo alle gemeint sind, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt kommt der für uns besonders wichtige Vers, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und als Ergänzung dazu 2. Korinther 10, Verse 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und als Ergänzung aus dem Alten Testament diesen Vers aus 1. Chronik 12, Vers 33, wo es um die Söhne Isaschars geht, die mit den anderen Stämmen zusammen David dort in Hebron krönen und dann werden sie charakterisiert. Und von den Söhnen Isaschar heißt es, sie hatten Einsicht in die Zeiten und wussten deshalb, was Israel tun sollte. Sie hatten Einsicht in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. Der Absolutheitsanspruch der Bibel in Konfrontation mit dem Zeitgeist. Ein Beispiel für Zeitgeist finden wir hier. Es ist jetzt nicht das Kinderprogramm, zumindest nicht bei uns, aber es ist das Kinderprogramm im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, nämlich die Sendung mit der Maus ab 5 Jahre. Und in diesem Kinderprogramm gab es im März eine Sendung, in der besucht die Moderatorin den ehemaligen Obdachlosen Erik, der jetzt als Katja lebt. Die Kinder müssen zusehen, wie er sich schminkt, einen Minirock anzieht und seine Glitzerperms präsentiert. Und eine Verantwortliche des WDR gab die politische Agenda dahinter zu und sagte, am 31. März ist internationaler Tag der Transpersonensichtbarkeit. Wir fanden, wir müssen die Gelegenheit ergreifen und dazu etwas beisteuern. Und das war dieser Beitrag. Liebe Geschwister, das ist ein Beispiel für Zeitgeist. Wir kennen das Programm der Regierung, das Transgender-Gesetz grundsätzlich so zu verändern, dass künftig junge Menschen ab 14 Jahren ohne Gutachten, ohne gründliche Erörterung vor einem Gremium, ohne dass schon über einen längeren Zeitraum hin entsprechende Neigungen sozusagen glaubhaft gemacht werden konnten, zum Standesamt gehen können und sagen, ich möchte von heute ab ein Mädchen sein, kann ein Junge sagen, oder umgekehrt, ohne auch mit den Eltern davor darüber reden zu müssen. Und das wird hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ab 5 Jahre gewissermaßen schon den Kindern nahegebracht. Ihr Lieben, das ist ein Beispiel für Zeitgeist. Und es zeigt exemplarisch, dass dieser Zeitgeist bis in die letzten Winkel vorzudringen versucht, im wahrsten Sinne des Wortes in die Kinderzimmer. Der Transgenderismus ist sozusagen ein symbolträchtiger Bestandteil des Regierungsprogramms und ein Symptom dieses Zeitgeistes. Und dieser Mann heißt Sven Lehmann, das ist der sogenannte Querbeauftragte der Bundesregierung. Und er hat gesagt, welches Geschlecht ein Mensch hat, kann kein Arzt von außen attestieren. Und damit mit von außen meint er nicht nur durch die Kleidung hindurch, sondern auch wenn keine Kleidung vorhanden ist, ja. Das heißt, hier wird postuliert, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Biologie. Das ist eine Revolution des gesamten Menschenbildes. Der Zeitgeist ist nicht friedlich. Der Zeitgeist ist aggressiv. Der Zeitgeist greift nach dem Herzen und nach dem Denken der Menschen. Der Zeitgeist ist eine Macht, weil er das Handeln der Menschen, die von ihm geprägt sind, mitbestimmt. Wer den Zeitgeist prägen kann, gewinnt Macht über Menschen. Und darum warnt der Apostel
in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Da steht Aion und das ist eigentlich das Wort für Zeitgeist. Und das sagt er zu den Christen. Er sagt, ihr Christen, passt auf, dass ihr nicht vom Zeitgeist infiziert werdet. Und in 2. Korinther 4 verwendet er dieses Wort Aeon erneut und sagt dort über die Nichtchristen, das ist nochmal interessant zum Vergleich, 2. Korinther 4 dazu zu nehmen, Vers 4, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieses Aeons, also der Gott dieses Zeitgeistes, die Sinne verblendet hat. Und das führt in dem Falle dazu, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht erkennen, obwohl es strahlend, gleißend da ist. Und trotzdem wird es nicht gesehen, weil der Gott des Zeitgeistes ihnen die Sinne verblendet hat. Das sagt zugleich, wer hinter dem Zeitgeist letztlich steckt, wer dafür sorgt, dass es zu dieser Blindheit, zu dieser Blockade kommt, nämlich der Gott dieser Weltzeit. Das ist ein Ausdruck für den Satan. Der wird nur hier so genannt und nicht, weil Paulus ihm göttliche Macht zuschreiben würde, sondern weil viele Menschen unbewusst dem Teufel dienen, als wäre er Gott, weil der Teufel die Menschen lenken will, als sei er Gott, weil der Teufel die Ideologien, die Glaubensbekenntnisse und Systeme, die sich gegen den Gott der Bibel stellen und positionieren, letztlich inspiriert, sei es der Kommunismus, der Humanismus, der Agnostizismus, die verschiedenen Religionssysteme. Und der Ansatzpunkt, das ist ganz wichtig, weil wir darauf immer wieder stoßen werden heute Abend, der Ansatzpunkt des Teufels ist das Innere des Menschen, 2. Korinther 4, 4, der ihnen die Sinne verblendet hat. Noemata steht da, wörtlich das Denken, aber das ist hier ein Plural, das ist sozusagen Denken in Aktion, die Gedankengänge. Der Teufel beeinflusst unsere Kriterien, unsere Denkwege, das ist sein Ziel. Er will die Pläne, die Konzepte des Menschen bestimmen, beeinflussen. Und damit auch seine praktische Urteilsbildung, wie wir zu bestimmten Fragen stehen und darüber urteilen. Und natürlich auch, wie wir über das Evangelium denken. Und damit, liebe Geschwister, haben wir einen ersten Befund zu unserer Fragestellung heute Abend. Konfrontation, der Absolutheitsanspruch der Bibel in Konfrontation mit dem Zeitgeist. Das Erste, was wir feststellen, ist die Unvermeidbarkeit der Konfrontation mit dem Zeitgeist. Also, der biblische Absolutheitsanspruch führt uns hinein in die Unvermeidbarkeit der Konfrontation mit dem Zeitgeist. Das heißt, die Konfrontation mit dem Zeitgeist ist nicht eine Frage unserer Entscheidung oder gar unserer Neigung, so nach dem Motto, naja, die lieben eben die Konfrontation, diese Malachi-Leute, die lieben eben die Konfrontation. Und deswegen suchen sie auch, wie sie mit allem die Konfrontation suchen, die Konfrontation mit dem Zeitgeist. Nein, die Unvermeidbarkeit. Es ist unausweichlich. Diese Konfrontation besteht. Sie ist eine Tatsache, ganz gleich, ob wir das wollen oder nicht. Interessant übrigens, dass Zeitgeist eines der wenigen Wörter ist, das es in die internationale Sprache geschafft hat. Also wenn Sie mit Engländern oder Amis oder so weiter reden, dann sagen die auch, die Amis sind schön, Zeitgeist. Ne? Ich frage dann immer mal einen Ami, wie sprichst du Zeitgeist aus? Das ist immer sehr interessant. Aber das ist sozusagen prägend geworden. Ja? Also nicht eine Frage unserer Entscheidung. Diese Konfrontation besteht, sie ist eine Tatsache, ob wir das wollen oder nicht. Der Zeitgeist ist eine Realität. Und der Zeitgeist versucht mit allen Mitteln Einfluss auf das Denken auch der Christen zu nehmen. Und deswegen ist die geistige Luft, die wir atmen, eben toxisch. Der Kampf ist längst, also giftig, der Kampf ist längst entbrannt. Und wir können uns ihm gar nicht entziehen. Deswegen schreibt Paulus hier in Römer 12 auch nicht, liebe Brüder, vermeidet bitte jegliche Berührung mit dem Zeitgeist, damit ihr nicht durch ihn gefährdet wird. Das schreibt er gerade nicht, weil er weiß, dass das gar nicht geht, sondern er sagt, trotzt ihm, lasst euch davon nicht prägen, haltet dagegen. Interessant, dass Paulus in 1. Korinther 5, Vers 10
nochmal in die gleiche Richtung zielt, wo er sagt, Leute, ihr könnt die Berührung mit diesen Phänomenen gar nicht vermeiden. 1. Korinther 5, Vers 10, dann sagt er, wenn es um die Meidung des Umgangs mit Unzüchtigen geht, damit meine ich nicht die Unzüchtigen dieser Welt oder Habsüchtigen, Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Das könnt ihr aber nicht. Ihr werdet immer Berührung mit ihnen haben. Denn ihr sollt die Welt noch nicht räumen. Und genauso wie 1. Korinther 5, 10, Paulus sagt es, der Herr Jesus in Johannes 17, Vers 15, im hohepriesterlichen Gebet, ich bitte dich, sagt er zum Vater, nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst, Klammer auf, nämlich in der Welt, Klammer zu. Ich bitte dich nicht darum, dass du sie aus der Welt heraus nimmst, wobei es mal ganz schön ist, hier zu einer Freizeit gewissermaßen in so einem Refugium zu sein. Aber Jesus sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie dauerhaft aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie, Klammer auf, in der Welt, Klammer zu, vor dem Bösen bewahrst. Und deswegen, liebe Geschwister, wir haben nicht den Auftrag, uns vorzeitig von der Welt zu verabschieden, weil Christus uns ja gerade in die Welt hinein geschickt hat. Am Ende des Matthäus-Evangeliums, geht hin in alle Welt, nicht zieht euch raus aus aller Welt. Und in Matthäus 10 hat er seinen Jüngern das schon gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Siehe, ich sende euch als Verkünder der biblischen Lehre mitten unter den Zeitgeist. Das ist der Kern dieser Aussage. Und das ist nicht für alle Christen selbstverständlich. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir das, dass wir deutlich machen. Also Beispiel, als im Jahr 2020 die Diskussion aufbrach, wie die Gemeinden auf die Corona-Maßnahmen reagieren sollten. Da wurde ein Thesenpapier weit im Lande verbreitet, unterschrieben von vielen Evangelikalen, in dem es im Titel hieß, dem wir sicherlich alle zustimmen, Jesus im Zentrum, trotz Corona. Man könnte auch sagen, Jesus im Zentrum, gerade wegen Corona. Und dann stand dort in diesem Thesenpapier an einer Stelle Folgendes. Ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, und ihr merkt, hier geht es um die Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, richtig zu handeln, müssen nicht bekämpft werden. Zum Beispiel Scheidungsgesetze oder Ehe für alle. Das heißt, auf Deutsch, der Zeitgeist muss nicht bekämpft werden. So als könne man ohne diese Feindberührung leben. Dann gab es um diesen Satz einige Diskussionen und dann wurde dem später noch eine Fußnote hinzugefügt, die das Ganze aber, sorry, leider nicht sehr viel besser machte. In dieser Fußnote heißt es nochmal, mit müssen nicht bekämpft werden, schließen wir nicht aus, dass sich Nachfolger Jesu im Rahmen demokratisch legitimierter Mittel engagiert und besonders für biblische Werte einsetzen. Also nach dem Motto, das ist immerhin nicht verboten. Und dann wird ein sehr ungefährliches Beispiel genannt beim Schutz der Schwachen in unserer Gesellschaft. Da werden sicherlich alle zustimmen. Und dann geht es weiter. Die Bibel erklärt es aber nirgendwo zu unserer Pflicht, die Regierung zu kontrollieren. Und das hat auch niemand behauptet, dass irgendein Christ die Regierung kontrollieren müsse. Das ist normalerweise Aufgabe des Parlaments, wenn es funktioniert. Die Regierung zu kontrollieren oder Widerstand gegen aus unserer Sicht fragwürdige Entscheidungen zu leisten, außer wenn Christen gezwungen werden, gegen Gottes ausdrückliches Gebot zu handeln. Das heißt, wenn wir nicht ausdrücklich gegen Gottes Gebot handeln müssen, haben wir, so ist die Behauptung, und das unterstützt nur nochmal das, was die Ursprungsthese schon gesagt hat, haben wir nicht die Verantwortung, uns gewissermaßen dagegen zu stellen. Jetzt habe ich mir überlegt, man stellt sich folgende Situation vor. Ein Christ steht daneben. So haben das sicherlich, diese Konsequenz haben sicherlich die Verfasser nicht übersehen. Aber es geht um die Grundsatzfrage. Ein Christ steht daneben, wie eine jüdische Familie in einen Waggon nach Auschwitz geladen wird. Er ist nicht gezwungen, mit anzufassen und sozusagen selber direkt schuldig zu werden und quasi selber die jüdische Familie in diesen Waggon zu drängen oder der Eisenbahnführer dort zu sein. Nach der Logik dieser Sätze müsste er dagegen nicht Widerstand leisten. Hätte er keinerlei Verantwortung, etwas dagegen zu tun. Dann hätten zum Beispiel Corrie ten Boom und ihre Schwester sich sehr vieles
ersparen können. Und es geht um die Frage, wie sind wir herausgefordert durch den Zeitgeist, liebe Geschwister? Und ein weiteres Problem dieses Denkens ist, dass es den Konflikt vor allem auf die Handlungsebene bezieht. Also solange wir nicht gegen Gottes ausdrückliches Gebot handeln müssen. Die Bibel macht aber dagegen deutlich, dass das eigentliche Kampffeld in der Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist zuerst mal auf der Ebene des Denkens liegt, auf der Ebene des Urteilens, auf der Ebene des Verstehens. An dieser Stelle vielleicht eine kleine Anekdote, die zu dieser Denkweise passt. Ist auch an dieser Stelle passiert. Drüben in dem anderen Saal, aber es war das 125-jährige Jubiläum des Bibelbundes im Oktober 2019. Ich erinnere mich noch daran. Und mein Thema war so ähnlich wie heute: Bibel kontra gesellschaftliche Zeitströmung. Also ganz ähnlich zu unserer Formulierung heute. Und dann wurde ich von einem Bruder ganz freundlich begrüßt. Und er leitete diesen Vortrag so ein, sehr freundlich, wie gesagt, ja, das ist ja so quasi Nestvogels Spezialthema, der setzt sich immer so mit diesen ganzen weltanschaulichen Sachen auseinander. Und nach dem Motto, ist ja ganz schön, wenn wir das auch mal hören. Es wirkt auf mich so, als sei das an der Universität, sagt man, ein Orchideenthema. Also ein Thema, das eigentlich keinen interessiert, ja, so wie Orchideenzüchtung in Südjapan oder so. Da gibt es dann vielleicht einen Professor, der daran forscht, aber es ist nicht so ganz krass erheblich. Und so kam mir das vor. Und passend dazu tauchte dann im späteren Konferenzbericht über diese Konferenz in der Zeitschrift des Bibelbundes zu meinem Vortrag kein einziger Satz auf. Ja, das wurde einfach so unterschlagen. Das gleiche Schicksal wie davor, übrigens nur noch dem Vortrag von Johannes Flaum, der auch hier ist heute Abend. Und ich erzähle das nicht, weil ich nachtragend bin. Ich habe es auch schon längst wieder vergessen. Aber das fiel mir jetzt natürlich so wieder ein. Ja, ich erzähle das deswegen, um zu zeigen, dass doch vielen Verantwortungsträgern offensichtlich nicht bewusst war, wie wichtig diese Konfrontation ist. Das war noch 2019. Da ist manches noch nicht ganz so offenbar geworden, wie das dann ab März 2020 war. Und trotzdem, ich habe auch in dem Moment gedacht, hey, was sagt ihr euren Kindern? Was sagt ihr euren Enkeln? Wie helft ihr denen dadurch? Wir können uns doch dieser Konfrontation gar nicht entziehen. Wir können uns dem schon deswegen nicht entziehen, wenn wir uns vor schleichender Anpassung schützen wollen. Passt euch nicht diesem Zeitgeist an, schreibt Paulus in Römer 12, 2. Und wir können uns dieser Auseinandersetzung auch nicht entziehen, dieser Konfrontation, um der kommenden Generation willen, die uns anvertraut sind, die wir dahin durchbegleiten müssen, die wir darauf vorbereiten müssen. Und wir können uns dem auch nicht entziehen, wenn wir die Welt in ihrem lebensfeindlichen Lebensstil sehen und sie nicht einfach sich selbst darin überlassen wollen. Aber liebe Geschwister, kann uns das ungerührt zuschauen lassen. Wenn wir sehen, wie Menschen in ihrem Kampf gegen die Schöpfungsordnung zum einen gegen Gottes Ehre rebellieren und wie sie zugleich ihr eigenes Leben zerstören. Können wir zuschauen, wenn wir überlegen, was mit den ab 14-Jährigen geschieht und man weiß, dass eine veränderte Gesetzgebung auch Einfluss sozusagen auf die Bewusstseinslage der Menschen hat. Ich sage Ihnen nur mal eine Zahl aus Schweden. Dort gibt es ja diese Möglichkeiten schon länger. Und die Diagnosehäufigkeit von Transsexualität in Schweden bei 13- bis 17-jährigen Mädchen, vor allem die Mädchen, sind anfällig an dieser Stelle. Das hat man in Deutschland auch bisher so beobachtet. Also, die Diagnosehäufigkeit von Transsexualität bei 13- bis 17-jährigen Mädchen hat sich von 2008 auf 2018, also innerhalb von 10 Jahren, um 1.500% erhöht. Und von daher kann man sagen, ja, natürlich wirkt sich die Gesetzgebung auf das Bewusstsein der Menschen aus. Können wir da einfach zuschauen, können wir sagen, naja, solange wir es als Christen nicht machen müssen selber, uns nicht selber umoperieren müssen, geht uns das eigentlich nichts an, müssen wir auch nicht dagegen streiten, ist das eigentlich kein Thema für uns. Der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Und er hat gefragt, schmeckt man euch? Schmeckt man euch als Salz? Nochmal, nach biblischem Befund ist also die Konfrontation mit dem Zeitgeist nicht optional. Es ist nicht etwas, was man machen kann oder auch sein lassen kann, sondern unvermeidbar. Sie ist einfach da.
weil der Zeitgeist sich schon längst auf dem Kriegspfad gegen die biblische Weltanschauung befindet, weil der Zeitgeist den Krieg schon längst erklärt hat. Und einen Krieg verstehe ich nicht dadurch, dass ich seine Existenz ignoriere und sage, ach, wie schön friedlich ist es. Und die Kugeln schießen mir schon um den Kopf. Und ihr Lieben, wer das erkannt hat, diese Unvermeidbarkeit dieser Konfrontation, in der wir einfach stehen aufgrund der Tatsachen, die so sind, wie sie sind, der wird nun brennend interessiert sein, zu fragen, mit welchem Zeitgeist er es jeweils in seiner speziellen Zeit, also für uns dann 2022, zu tun hat. Welche Ausprägung dieser Zeitgeist, hinter dem letztlich der Teufel als Inspirator steht, in unserer Zeit hat. Und damit kommen wir schon zum zweiten von drei Punkten, wenn das nicht Mut macht. Also, das Gegenüber der Konfrontation. Mit welchem Gegenüber haben wir es hier zu tun? Der Zeitgeist. Und wenn man den Zeitgeist mit einer kurzen Formel beschreiben sollte, dann würde ich als eine Möglichkeit folgende benennen. Wir haben es zu tun mit einem Normensturz, der die Freiheit zerstört. Mit einem Normensturz, der die Freiheit zerstört. Da wir abgekürzt reden müssen heute Abend, zeige ich euch und Ihnen diesen Normensturz auch in seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung an einer kleinen Geburtstagsfeier aus dem Jahr 2004. Eine Geburtstagsfeier aus dem Jahr 2004, das hat damals wenig Debatte ausgelöst, auch unter Christen. Aber die Symbolkraft dieser Geburtstagsfeier ist seinerzeit am ehesten vielleicht noch vom Spiegel erkannt worden. Und ich zeige Ihnen mal, wer hier bei dieser Geburtstagsfeier sitzt. Das ist die damalige CDU-Vorsitzende, die hatte 50. Geburtstag, sah sie wirklich noch jünger aus. Neben ihr sitzt Herr Stoiber, Herr Westerwelle, der damals noch lebte, links der Meier, der damalige Generalsekretär der CDU, war der 50. Geburtstag. Die CDU hatte ihrer Vorsitzenden ein Geschenk gemacht, einen Festvortrag, den sie selber, was den Referenten betraf, auswählen durfte. Und die Wahl von Frau Merkel fiel auf den Neurologen Professor Wolf Singer. Sein Thema lautete: Das Gehirn, ein komplexes System ohne Dirigenten, Konsequenzen für unser Selbstbild. Und in diesem Vortrag, das berichtet dann der Spiegel, sagte Singer unter anderem, und Singer ist für diese Theorie bekannt, er ist einer der bekanntesten Neurologen Deutschlands, also nicht zu verwechseln mit Peter Singer, der hat auch sehr viel Problematisches gesagt, aber hier geht es um Wolf Singer. Der Spiegel berichtete so: Im menschlichen Hirn, sagt er, gibt es kein Zentrum, keinen Dirigenten, der für Entscheidungen zuständig ist. Wenn der Mensch meint, er sei frei, dann irrt er, dann sitzt er einer Illusion auf. Alles, was er denkt, fühlt, macht, nicht macht, wird gesteuert von Neuronen. Das Hirn ist keine Werkstatt des Ichs, sondern ein physikochemisches Labor. Der Mensch, die Krönung der Schöpfung, ein Büttel der Neuronen. Wir müssen uns begreifen, sagt er weiter, als Teile eines evolutionären Prozesses, den wir nicht lenken können. Wir müssen Irrtum als Notwendigkeit verstehen. Es kann keine übergeordnete Intelligenz geben. Zitat Ende. Das ist das Menschenbild von Wolf Singer. Das heißt, der Mensch hat keine wirkliche Freiheit. Sein Handeln folgt einer materialistischen Eigendynamik. Er ist eben nicht eine verantwortlich handelnde, frei agierende Persönlichkeit, sondern letztlich ein Bündel seiner Neuronen. Und Politiker, die diese Thesen fröhlich beklatschen, wie der Spiegel berichtet, wir fragen uns natürlich, welches Bild haben sie vom Individuum, von seiner Freiheit, von seiner Würde? Und dieser evolutionistische Materialismus, das hat der Spiegel damals sehr schnell erkannt, ist das Gegenkonzept zum biblischen Menschenbild. Und der Spiegel hat es auch interessanterweise hier benannt in seinem Artikel aus dem Jahr 2004. Nun, wenn man die ethischen Eckpfeiler der späteren Regierungsjahre daraufhin befragt, ergibt die Wahl dieses Festredners durchaus einen schlüssigen Sinn. Und selbst zugespitzte ethische Projekte der neuen Regierung, zu denen jetzt eben diese Weiterentwicklung dieses Transgender-Gesetzes gehört, das wahrscheinlich Selbstbestimmungsgesetz heißen soll,
Das steht in einer gewissen Kontinuität dieses Denkens. Wolf Singers Thesen erinnern auch zum Beispiel an B.F. Skinner, den berühmten Verhaltensforscher, dessen Aussagen seinerzeit in den 70er Jahren noch Aufsehen erregten. Sein berühmtestes Werk heißt Beyond Freedom and Dignity, jenseits von Freiheit und Würde. Und darin schreibt Skinner, dass der Mensch eben völlig bestimmt sei durch seine Erbanlagen, durch seine Umwelt. Also wie Wolf Singer, es gibt kein verantwortliches Personensein, eine Kriegserklärung an das biblische Menschenbild. Und an einer Stelle sagt B.F. Skinner, Zitat, wir können froh sein, wenn wir uns von diesem Menschen im Menschen befreit haben. Wenn wir uns von diesem Menschen im Menschen befreit haben, der behauptet, ein Ich zu sein. Der behauptet, verantwortliche moralische Entscheidungen zu treffen. Der behauptet, ein unzerstörbares Anrecht auf Leben zu haben. Der die Grundrechte unseres Grundgesetzes für sich in Anspruch nimmt. Und jetzt müssen wir fragen, liebe Geschwister, wenn wir den Zeitgeist verstehen wollen, wie kam es zu diesem Normensturz? Wie erklärt sich sein totaler Siegeszug, der ihm in unserer Gesellschaft ja inzwischen nicht nur die Meinungsführerschaft eingebracht hat, sondern weitestgehend das Meinungsmonopol. Also sodass wer eine Gegenposition vertritt, sich schon mit einem ziemlich scharfen gesellschaftlichen Gegenwind auseinandersetzen muss, was in Einzelfällen bis zu strafrechtlicher Verfolgung führen kann. Ich erinnere an unseren Bruder Olaf Latzl. Wie nun kam es zu diesem Normensturz? Hier nochmal das Zitat von B.F. Skinner, wir können froh sein, wenn wir uns von diesem Menschen im Menschen befreit haben. Und diese nette Dame ist die ehemalige finnische Innenministerin, die das auch erfahren hat, die Auswirkungen dieses Normensturzes, die kürzlich vor einem Gericht stand und bedroht wurde, auch wegen Volksverhetzung verklagt zu werden mit bis zu 2 Jahren Gefängnis, weil sie sich in verschiedenen öffentlichen Äußerungen auf das biblische Menschenbild berufen hatte und sich dagegen ausgesprochen hatte, dass die Ehe für alle von der Kirche gesegnet werden dürfe. Und das hat ihr durch den finnischen Staat, durch den finnischen Staatsanwalt eine entsprechende Klage eingebracht. Diese Klage wurde von dem Gericht zuletzt in dem jüngsten Urteil zurückgewiesen, aber auch dort hat man beschlossen, in die Berufung zu gehen. Also wir haben eine Situation, die nicht nur in Deutschland sich so darstellt, sondern auch in dem vermeintlich so freien Finnland und in vielen anderen Ländern Europas und auch in Amerika kämpfen die Geschwister darum. In Amerika sind nur die politischen Machtverhältnisse noch nicht ganz so einseitig gestaltet wie hier bei uns. Und jetzt wollen wir versuchen, das zu erklären. Wie kam es zu diesem Normensturz? Und natürlich müssen wir das kurz machen, das verzeihen Sie mir hier, aber mir geht es darum, diese Linie einmal zu sehen. Die Wiege dieser Entwicklung liegt letztlich in der sogenannten Moderne. In der Moderne, also ab 18. Jahrhundert, einige gehen auch schon ins 17. Jahrhundert zurück, also als die Machtverhältnisse in der damaligen geisteswissenschaftlichen Diskussion einen Bruch mit dem Schriftvertrauen der Reformation durchgesetzt haben. Sie haben gesagt, Wahrheit, zuverlässige Information kann es auf keinen Fall durch biblische Offenbarung geben. Also durch jene Quelle, die der Reformation ihren großen Schub verliehen hatte und die eine enorme Auswirkung in ganz Europa gezeitigt hatte. Aber dieser vermeintliche Sieg der Rationalität sollte sich als ein Pyrrhus-Sieg erweisen, als ein Sieg, der einem später nochmal auf die Füße fällt. Das Dogma der Moderne lautete, Immanuel Kant zum Beispiel hat es formuliert und viele andere auch, Gotthold Ephraim Lessing, es gab in England eine entsprechende Bewegung, in Frankreich. Das Dogma lautete, wirkliche Erkenntnis kann der Mensch gewinnen, nur gestützt auf sich selbst. Nur durch die Kraft seiner vermeintlich autonomen Vernunft, aber auf keinen Fall durch die Bibel. Nun, die hochgeschraubten Hoffnungen der Moderne erfüllten sich nicht. Auf die quälenden existenziellen Fragen findet das Denken in den folgenden Jahrhunderten trotz Kants Erkenntnistheorie keine übereinstimmenden Antworten. Man hatte gedacht, die Vernunft ist so stark und die Dinge sind so klar, dass wenn wir lange genug, gründlich genug darüber nachdenken, wir gestützt auf unsere autonome Vernunft zu gemeinsamen Antworten kommen, über die alle mehr oder weniger übereinstimmen und einen Konsens haben. Das war die Erwartung.
Und plötzlich merkt man, diese verschiedenen vermeintlich autonom denkenden Subjekte kommen zu ganz unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Meinungen. Man verheddert sich in zahllosen, ja Aporien, ausweglosen Situationen. Und zu dieser fragwürdigen intellektuellen Bilanz, also dass man auf die entscheidenden Fragen, die ja auch Kant zum Beispiel formuliert hat, wozu lebe ich, woher komme ich, was darf ich hoffen, wohin gehe ich, nach welchen Grundzügen soll ich meine Entscheidung treffen, dass man einfach keine übereinstimmenden Antworten fand. Und zusätzlich zu dieser intellektuellen und existenziellen Not kam dann noch die praktisch-humanitäre Bilanz der Moderne, die sich für viele als eine große Enttäuschung herausstellte, zumal im 20. Jahrhundert. Weltkriege, Hunger, Elend, die Zunahme psychischer Krankheiten, die ganzen Verwerfungen der Industrialisierung, die Umweltzerstörung und so weiter und so weiter. Und so kommt es dann zum Umbruch von der Moderne zu dem, was wir später die Postmoderne genannt haben. Die Moderne hatte das Dogma, die Vernunft kann alles. Die Postmoderne kippt in das entgegengesetzte Problem und sagt nun, die Vernunft kann gar nichts mehr. Es ist völlig sinnlos zu hoffen, von der Vernunft irgendeine Lösung zu erwarten. Wir könnten auch würfeln. Die Postmoderne ist nicht so leicht exakt zu terminieren. So viele sagen 70er Jahren. Da lassen sich etwa auch in der Architektur bestimmte Phänomene zeigen, die diesem Denken entsprechen. Also vorher wird die menschliche Vernunft vergöttert, jetzt wird sie gewissermaßen verteufelt. Glaubte man vorher, die Wahrheit durch Wissenschaft zu finden, bestreitet man jetzt die Möglichkeit von Wahrheit überhaupt. Und deswegen sagen die Leute Ihnen auch in den Gesprächen immer, ja, ist ja schön, wenn du deine Wahrheit hast und ich habe meine und jeder hat seine Wahrheit. Aber es gibt nicht die Wahrheit. Das ist die klassische Konsequenz daraus. Die Historikerin Gertrude Himmelfarb hat das als eine ironische Bilanz so formuliert. Postmodernismus, schreibt sie, ist die Leugnung der Idee an sich von Wahrheit, Realität, Objektivität, Vernunft oder Fakten. Also das waren die großen Hoffnungsträger der Moderne gewesen. Und sie sagt, alles Worte, die jetzt von Postmodernisten nur noch in Anführungszeichen geschrieben werden. Es ist eine total permissive, also alles erlaubende Philosophie. Alles geht. Und es ist außergewöhnlich, wie weit das gegangen ist. Also auch intellektuell, sagt sie, steht die Postmoderne vor dem Scherbenhaufen, den die Moderne angerichtet hat. Die Moderne, die sagte, wir können Wahrheit versuchen nur zu finden, gestützt auf unseren eigenen Verstand und auf keinen Fall aus einer übernatürlichen Offenbarung wie der Bibel. David F. Wells, ein christlicher Zeitanalytiker, hat es so formuliert, er sagt, das Heilsversprechen auf humanistischer Grundlage wird nun als völlige Täuschung erkannt. Und in der daraus folgenden Verzweiflung attackieren die Postmodernisten jetzt alle Meta-Erzählungen. Also mit Meta-Erzählung meint man sinnstiftende Gesamtentwürfe. Also die Bibel ist in dem Sinne eine Meta-Erzählung. Sie erklärt das Ganze des Lebens. Den Sinn, den Anfang, das Ende, die Wahrheit, nach der sich unsere Lebensgestaltung ausrichten soll. Und der Postmodernismus sagt jetzt, es darf so etwas nicht mehr geben wie eine Meta-Erzählung. Es hat sowieso alles nicht funktioniert. Und alle Meta-Erzählungen, die wir kannten, wie etwa der Kommunismus oder der Nationalsozialismus, endeten alle in Gulags. Und deswegen darf es keinerlei Meta-Erzählung mehr geben. Und was folgt daraus? Diese Absage an die Möglichkeit von Wahrheit überhaupt, diese Verneinung, dass es überhaupt verbindliche Normen, eben Wahrheit geben könne, etwa zur Frage, was ist Familie oder was ist Ehe. Diese Absage muss zwangsläufig zu ethischer Willkür führen und zur Zerstörung moralischer Autoritäten. Das, was wir heute in den Regierungsprogrammen haben und nicht erst seit dem Machtwechsel, wäre ohne diese postmoderne Geistesbewegung nicht denkbar gewesen. Es wäre in der alten Bundesrepublik nicht denkbar gewesen. Und die Frage ist nun, wo alles zertrümmert ist und es keine Wahrheit gibt und keine moralischen Autoritäten, kommt jetzt etwa die große Freiheit? Die große Freiheit, das wäre doch eigentlich logisch, in der jeder sagen und denken kann, was ihm beliebt. Anything goes, alles ist möglich. Nun, liebe Geschwister, Sie haben zu Recht gelacht. Denn wer die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land beobachtet, der stellt fest, dass genau das Gegenteil eingetreten ist.
Also die Folge des Relativismus brachte eben nicht grenzenlose Freiheit für alle, sondern mehr Macht für einige. Die Meinungsfreiheit wurde nicht größer, sondern sie wurde kleiner, ganz eindeutig. Sie wurde schrittweise abgebaut. Das können wir an vielen Stellen nachweisen, ohne Probleme. Die Diskursräume werden immer enger. Die Meinungskorridore, dessen, was sie sagen dürfen, ohne als ein Nazi gegeißelt zu werden, werden immer schmaler. Und ein weiteres Beispiel für diese Entwicklung ist, dass ehemalige Stasi-Mitarbeiter wie Annetta Kahane und die bis vor kurzem von ihr geleitete Antonio Amadeus-Stiftung, satt finanziert von der Regierung seit vielen Jahren, zum Teil über erlaubte und unerlaubte Meinungsäußerungen mitberaten und mitentscheiden können, etwa auch darüber, was man als Hate Speech bezeichnen darf und was nicht. Und was sehen wir daran? Wir sehen daran, dass der offizielle Abschied von philosophischer Wahrheit und das Verleugnen ethischer Überzeugungen, was schafft? Ein ethisches Vakuum. Es schafft einen freien Deutungsraum. Und die spannende Frage, immer wenn ein Vakuum entsteht, ist, wer geht da rein? Wer wird diesen Deutungsraum beherrschen? Das ist auch logisch in seiner Konsequenz. Wo es keine höhere Vorgabe gibt, sei es durch Moral oder durch Religion, wo es keine höhere Vorgabe gibt, da setzt sich zwangsläufig das Recht des Stärkeren durch. Weil es keine Instanz mehr gibt, die den Schwachen vor dem Stärkeren schützt. Keine Instanz mehr, die übergeordnet ist und auf die sich alle berufen können und müssen. Wo die allgemein anerkannten ethischen Normen sich auflösen. Und sei es, dass diese Normen durch das Naturrecht man für begründet hielt, geschweige denn begründet durch die Bibel, wo das nicht mehr da ist, da entscheidet die nackte Macht über das Recht, über das Menschenbild, über das Verständnis von Menschenwürde, über Lebensrecht. Noch einmal, wenn es keine übergeordnete Instanz mehr gibt, dann entscheiden einfach gesprochen die stärksten Ellenbogen. Wer besetzt die Deutungsräume? Wessen Pressure Groups sind am besten organisiert? Wer beherrscht den größten Anteil der Medien? Wer diktiert die Richtlinien der Bildungspolitik? Wer besetzt die Lehrstühle an den Universitäten? Und die Antwort darauf ist für unsere gesellschaftliche Situation in Deutschland eindeutig zu beantworten. Und sie lautet, der Neomarxismus hat den Kulturkampf gewonnen. All das, was wir jetzt an ethischen Konsequenzen haben, ist in seinem Kern, in seinem Herzen letztlich vom neomarxistischen und damit antichristlichen Weltbild bestimmt. Ja, der Marsch durch die Institutionen, das war ja das Motto der 68er, wenn Sie sich an Ihre linken Lehrer noch erinnern zum Teil, ich hatte noch solche, der war äußerst erfolgreich. Wir besetzen die entscheidenden Institutionen. Wir werden Pfarrer, Lehrer, Richter, Sozialpädagogen. Und Politiker sowieso, genau. Ja, und die Protagonisten dieser Bewegung sitzen inzwischen an den Schalthebeln und verteidigen verbissen die einmal eroberte Macht. Früher war das Motto des Neomarxismus, dass er den herrschaftsfreien Diskurs gefordert hat, in dem also jeder sagen kann, was er will, unabhängig davon, wie viel Macht er hat. Heute fordern sie die diskursfreie Herrschaft. Also das genaue Gegenteil dessen, ja. Also es wird bestimmt und der brave Bürger hat gefälligst zu parieren, wenn er sich nicht unbeliebt machen will. Eine Frage, die noch dazu kommt und auf die ich auch noch keine Antwort habe, über die man sicherlich noch weiter forschen muss, ist jene, seit der Wende vor gut 30 Jahren, wie da auf der einen Seite der westliche Neomarxismus, der gewartet hatte gewissermaßen, und der östliche, ich sag mal Stasi-Stalinismus, der repräsentiert ist durch Persönlichkeiten wie Frau Annetta Kahane, wie diese Synergieeffekte, die dann gewirkt haben, zu dieser Entwicklung nochmal einen kräftigen Schub beigetragen haben. Darüber müsste man nochmal nachdenken. Da lässt sich sicherlich auch einiges finden. Inzwischen wurde auch das Bundesverfassungsgericht in den Strudel dieser Entwicklung mit hineingerissen. Das Bundesverfassungsgericht liefert immer häufiger, was diese Mehrheitsbewegung verlangt. Denken Sie nur an die Entscheidung über das Personenstandsrecht. Ein Kulturbruch,
dass das Bundesverfassungsgericht gewissermaßen untersagt hat, im Personalausweis entweder männlich oder weiblich nur diese beiden Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Also das klassische, biblische, abendländische, sogenannte binäre Menschenbild. Dass die Menschen entweder Mann oder Frau sind. Und dass diese ganz, ganz geringe Anteil von Menschen, der in der Tat auch aufgrund seiner Biologie gewissermaßen nicht eindeutig zuzuordnen ist, und das ist immer so gesehen worden, dass das etwas Pathologisches ist, das ist krankhaft. Das nimmt diesen Menschen nichts von ihrer Würde, aber es ist ein medizinischer Befund, wo man überlegen muss, wie man diesen Menschen am besten helfen kann. Aber mit einem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht dieses binäre Menschenbild abgeräumt vor wenigen Jahren. Jetzt von jüngeren Urteilen, dazu will ich mich jetzt hier gar nicht äußern. Aber das heißt, es gibt eine Entwicklung, in die auch langgediente Institutionen mit hineingerissen werden. Und dann gibt es, das können wir heute auch nicht weiter differenzieren, noch diese eigentümliche Koalition, die diese neomarxistische Machtbastion schließt mit weiten Teilen des Großkapitals. Also dass Greta und ihre Freunde gern gesehene Gäste beim World Economic Forum zum Beispiel sind. Dass die großen Konzerne sich die Agenda der Diversity zu eigen machen und hochbezahlte Manager gefeuert werden, weil sie sich angeblich nicht sensibel genug zu Fragen von Homosexualität geäußert haben. Also diese ganz eigentümliche Verbindung, die möglicherweise zu erklären ist durch den gemeinsamen Gegner, der einmal in der christlichen Werteordnung besteht, der in dem Freiheitsanspruch des Individuums besteht. Ein frei gestaltendes und entscheidendes Individuum ist immer ein Problem für Lenkung hungrige Konzerne und sicherlich auch in der gemeinsamen Gegnerschaft von Neomarxismus und dem großen Kapital, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, gegenüber dem Mittelstand, der ja auch gerade in unserem Land ein Garant der Demokratie ist, weil dort einzelne Menschen, Familien direkte Verantwortung für ihren Besitz haben, für die Vergabe von Arbeitsplätzen haben, für die Gestaltung ihrer Wirtschaftsbeziehungen haben und weil eben gerade auch der Mittelstand enorm viel in den zurückliegenden Jahrzehnten zur Stabilisierung der Demokratie beigetragen hat. Also Fazit, es lässt sich eine innere Logik aufzeigen, wie aus der Postmoderne der Umschlag hin zu letztlich totalitären Strukturen erfolgt, wo es offiziell keine moralische Autorität mehr gibt. Also das ist Postmoderne, ne? Nachdem die Moderne so krachend gescheitert war, mit ihrem Anspruch, alles allein gestützt auf die menschliche Ratio bewältigen zu wollen. Sie scheitert krachend, die Moderne schüttet das Kind mit dem Bade aus und beseitigt alle moralischen und irgendwie objektiven Autoritäten, und wo offiziell keine moralische Autorität mehr gilt, da wird ein System autoritär. Da bestimmt dann eine Machtelite oder Geldelite, was noch gesagt werden darf und welche, ja, neue Wahrheit zu befolgen ist, die gibt es dann nämlich plötzlich doch irgendwie auf geheimnisvolle Weise. Und dann gibt es auch keine Chance, diese sogenannte Elite auf transzendente, supranaturale Ansprüche zu verweisen. Dann kann sich der Schwache nicht mehr gegenüber dem Stärkeren schützen durch den Verweis auf ein absolutes Gebot. Dann kann der Schwache nicht mehr sagen, du darfst aber nicht töten und du darfst nicht stehlen. Dann gilt das darwinistische Gesetz des Survival of the Fittest. Der Stärkste überlebt und nur er. Und dann kommt es, wie unser Kollege Stefan Felber formuliert hat, dann kommt es zu neuen willkürlichen Absolutsetzungen, die sich inzwischen zu einer Zivilreligion verdichtet haben. Und diese Zivilreligion, die gewissermaßen ein gebündelter Ausdruck dieses Denkens ist, die unterscheidet jetzt zwischen Gut und Böse. Die Zivilreligion unterscheidet jetzt zwischen gläubig und ungläubig, zwischen erlaubt und verboten, zwischen Teilhabe und zwischen Ächtung. Und was ist hier geschehen, liebe Geschwister? Auf dem Umweg über die postmoderne Beliebigkeit ist ein neuer totalitärer Fundamentalismus entstanden. Ein Fundamentalismus, der nur noch eine Meinung erlaubt. Nur noch eine Meinung über Gender, nur noch eine Meinung über das Menschenbild, nur noch eine Meinung bald auch über das Klima, nur noch eine Meinung über die Bewertung von Homosexualität, nur noch eine Meinung über Corona, nur noch eine Meinung über die Zuwanderungsproblematik seit 2015 und, und.
Ein neuer Fundamentalismus. Und wir wissen auch aus der Geschichte, der Neomarxismus macht im Kulturkampf keine Gefangenen. Also das heißt, er ist nicht milde, er macht keine Gefangenen, sondern er strebt nach der totalen Herrschaft und dem alleinigen Rederecht. Und der wohl zurzeit bedeutendste deutsche Schriftsteller Uwe Tellkamp hat das kürzlich in einem Interview gesagt, Zitat, heute drohen soziale Sanktionen für Leute, die bis 2005 Mitte waren. Heute drohen soziale Sanktionen, sagt Tellkamp, für Leute, die bis 2005 Mitte waren. Und er schreibt darüber einiges in seinem neuen Roman Die schlafenden Uhren. Ja, noch ein letztes Zitat in dieser Chronik skandalös von dem britischen Publizisten Douglas Murray. Murray ist selber bekennender Homosexueller und er schreibt in seinem Buch Wahnsinn der Massen 2019, das, und er bezieht das dort vor allem auf die umstrittenen sexuellen Fragestellungen, also diese ganze Diversity-Thematik. Er sagt, was da passierte, dieser Machtumbruch. Er schreibt, im Moment ihres gesellschaftlichen Durchbruchs, also von Homosexualitätsanerkennung, Feminismus und so weiter, erwuchs aus der Forderung nach Gleichberechtigung, der Anspruch auf Bevorzugung und schließlich das Verlangen nach Rache an den vormals Privilegierten. Und Douglas, wie gesagt, selbst bekennender Homosexueller, sieht darin eine Neuauflage von Rassismus und Sexismus nur unter umgekehrten Vorzeichen. Und das Ganze führt nun im Ergebnis dazu, und dem müssen wir uns stellen, weil das die Situation sozusagen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist. Weil das ist, was die Ausbildung der Lehrer prägt zum Beispiel, mit denen unsere Kinder dann sehr direkt oder unsere Enkel dann sehr direkt konfrontiert werden. Das führte nun im Ergebnis dazu, dass die biblische Schöpfungsordnung und die biblische Weltanschauung als Ganze auf den Index geriet und fortan unter Diskriminierungsverdacht steht. Al-Mola hat das sehr, sehr zugespitzt, aber sehr treffend ausgedrückt in einem Aufsatz, der zitiert wird in diesem wichtigen Buch von Karl Baral, Zivilreligion oder Christusnachfolge, einer der Lehrer übrigens von Johannes Flaum. Den könnt ihr also zu Karl Baral noch weiter befragen. Und Baral zitiert in diesem Buch Al-Mola und Mola beschreibt diese Entwicklung so. Er sagt, dass diese Revolution das Blatt für die Christenheit in der westlichen Zivilisation gewendet hat. Zum ersten Mal in der Geschichte der westlichen Zivilisation scheint die Christenheit auf der negativen Seite der Moralität zu stehen. Zitat Ende. Also früher hatte man gesagt, ja, diese Moralapostel, die sind übertrieben, kann sowieso keiner so leben, müsst ihr nicht ernst nehmen. Jetzt sagt man, das will Mola hier betonen, es ist absolut unmoralisch. Die biblische Sexualmoral ist ein Angriff auf das Menschenrecht, ist ein Diskriminierungskonzept. Und weiter schreibt Mola, diejenigen, die die alten Werte hochhalten wollen, also er meint, die biblischen Werte werden nicht einfach als Moralisten angesehen. Sie werden vielmehr eines moralischen Defizits beschuldigt. Und umgekehrt, was vorher als unmoralisch verstanden wurde, wird nun als moralischer Wert gefeiert. Das ist die Situation, liebe Geschwister. Das ist der Zeitgeist. Und das Ganze, ich hoffe, das konnte ich mit dieser kurzen Skizze ein bisschen anschaulich machen, fällt nicht irgendwie vom Himmel oder man müsste sagen, kriecht aus der Hölle hervor. Also in dem Sinne, dass da plötzlich ein paar Leute ein paar seltsame Gedanken haben und zufällig auch noch die Macht und jetzt ziehen sie das Programm mal durch. Nein, das ist letztlich das schlüssige Ergebnis dieser geistesgeschichtlichen Entwicklung, die ich hier in der gebotenen Kürze versucht habe aufzuzeigen. Und nun fragen wir natürlich umso dringlicher, was ist nun das Mittel der Konfrontation? Die Unvermeidbarkeit der Konfrontation haben wir gesehen, das Gegenüber der Konfrontation in Form dieser Zivilreligion, die den Zeitgeist prägt, habe ich skizziert. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Und der sich aufdrängenden Frage, was ist nun unser Mittel in der Konfrontation? Wie sollen wir nun damit umgehen, wenn wir nicht einfach nur sagen wollen, wir müssen es nicht bekämpfen und freuen uns ansonsten unseres Lebens? Was ist nun das Mittel der Konfrontation? Was ist der biblisch gewiesene Weg? Und ich möchte das jetzt in diesem letzten Teil mit Hilfe zweier Verse, die ich auch eingangs vorgelesen habe, oder zweier kleine Abschnitte deutlich machen. Das eine ist 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5, wo Paulus sagt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Durch Gott zur Zerstörung von Festungen,
sodass wir Vernunftschlüsse, also menschliche Gedankengebäude heißt das, zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegenüber Christus. Also Vernunftschlüsse könnte man auch etwas frei übersetzen mit Ideologien. Oder die Zivilreligion ist ein solches Konzept. Und Paulus beschreibt es in seiner Macht. Er sagt, das sind Festungen. Und das ist eine Höhe. Dieser zweite Ausdruck, den ich grün markiert habe, spricht auch ein ganz großer Aufbau, der einen Machtanspruch stellt und der sich ganz deutlich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, der Gott bekämpft, der die Konfrontation betreibt, Tag für Tag. Und das ist sozusagen die Situation, mit der wir uns konfrontiert sehen. Es ist nicht harmlos. Es ist nichts weniger als harmlos, liebe Geschwister. Und das war im ersten Jahrhundert schon so. Und dann der zweite Vers, den Gottes Wort uns dazu aufs Herz legt, ist Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Da steht Aion, das ist das Wort, das man mit Zeitgeist übersetzen kann. Sondern lasst euch, und dann ist ergänzt bei Schlachter 2000 in eurem Wesen, aber das ist hier in der Tat gemeint, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Da geht es wieder um das Denken. Da steht ein Wort, das ist so ähnlich wie das Wort Noemata in 2. Korinther 10. Hier steht Nous. Es geht also um die Gedanken, um das unser Schlussfolgern, um unsere Urteilsbildung. Warum? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier wird uns der Weg gewiesen. Hier wird uns die Aufgabe gegeben. Und Paulus macht deutlich, der kritische Punkt, an dem die Konfrontation ansetzen muss, liegt nicht auf der Handlungsebene. Es geht nicht um das, was wir tun dürfen oder nicht tun dürfen oder tun müssen oder nicht tun müssen. Das sind alles erst die dann irgendwann ansetzenden Folgerungen. Da könnte man dann ein paar praktische Anweisungen geben, tu das und lass das, dann kommt es schon klar. Aber darum geht es nicht in erster Linie. Da liegt nicht das Problem, da ist nicht des Pudels Kern, sondern worum geht es? Es geht um eine viel tiefere Ebene, es geht um das Urteilsvermögen. Prüfet. Und dieses Urteilsvermögen muss geleitet sein von einem biblisch geprägten Denken, von einer biblisch geprägten Weltanschauung. Unser Nous, unsere Denkwege müssen geprägt sein von dem, was der allmächtige Gott uns als Wahrheit offenbart hat. Und in dieser Auseinandersetzung sehen wir uns Machtkonstellationen gegenüber. Es geht um Festungen, es geht um Höhen. Es geht nicht darum, dass ein paar Leute mal ein paar schräge Gedanken denken, sondern es ist ein Machtkampf von dieser Seite der Gemeinde Jesu angesagt. Es ist ein Krieg erklärt von diesen Festungen ausgehend. Und sie erheben diese Gedankengebäude, diese Ideologien, einen Machtanspruch, den sie um jeden Preis durchsetzen wollen. Das ist die Situation. Und jetzt gibt uns der Apostel sehr, sehr klare Aufträge. Sorry, in diesen Versen. Der Kernsatz von Römer 12, 2 heißt, ist eigentlich, werdet verwandelt oder lasst euch verwandeln. Das ist eigentlich das finite Verb in diesem Satz. Da sagt Paulus, lasst euch umgestalten. Das ist einerseits passiv, weil wir es nicht aus eigener Kraft können und Gott muss es tun. Aber es ist trotzdem ein Imperativ, weil wir eine Verantwortung haben. Das ist wieder so genial, wie bei Paulus eben ist. Ne? Es ist passiv, es muss an uns geschehen und es ist trotzdem ein Imperativ. Sorgt dafür, dass es an euch geschieht. Und es ist Präsenz. Das heißt nicht nur ein einmaliger Akt, sondern ein lebenslanger Prozess. Also passiv, Imperativ, Präsenz. Und das um diese späte Stunde. So, ein lebenslanger Prozess. Und hier geht es Paulus also um eine kontinuierliche Haltung, die wir brauchen, um die wir den Herrn bitten sollen. Er sagt, sei bereit, darum zu bitten, dass der Herr dein Leben beständig umwandelt, dass er dich immer mehr in das Bild Christi verwandelt, 2. Korinther 3, Vers 18. Und der entscheidende Punkt, wo dieser Veränderungsprozess ansetzt, durch die Erneuerung eures Sinnes, Nous. Es geht um dein Denken, es geht um deine Weltanschauung, es geht um dein moralisches Bewusstsein, es geht um die Prägung deines Herzens aus einem von Christus bearbeiteten, gestärkten, gefüllten, gereinigten Herzen.
Das gilt übrigens auch bei der Bekehrung schon. Das klassische Wort für Bekehrung im Neuen Testament heißt Metanoia. Und Metanoia bedeutet Umdenken. Auch bei der Bekehrung ist schon das Denken mit betroffen, wobei eine Bekehrung nicht etwas ist, was sich nur im Oberstübchen abspielt, wie Wilhelm Busch immer gesagt hat. Weil sie den ganzen Menschen erfasst, weil sie sein ganzes Herz umstülpt. Aber es ist eine Bewegung, die gewissermaßen beim Denken ansetzt, das konfrontiert wird mit dem Wort Gottes, das uns zur Buße ruft. Und genauso wie das Denken adressiert ist bei der Bekehrung, gilt das dann auch für die Heiligung, für das Wachstum des Glaubens. Lasst euch erneuern, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, damit ihr urteilen könnt, damit ihr klar denken könnt, und zwar nach Gottes Maßstäben, was der gute und vollkommene und wohlgefällige Wille Gottes sei und nicht irgendeiner Zivilreligion. Also Jesus fordert von seinen Nachfolgern eine denkerische Integrität. Eine denkerische Integrität, und zwar völlig unabhängig und unterschiedlich von unserem Bildungsstand. Das hat nichts damit zu tun, welchen Bildungsgrad jemand hat, sondern das hat damit zu tun, ob ich den Herrn darum bitte, mich in meinem Denken zu prägen. Und ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, wie viele Glaubensgeschwister ich kenne, die, ich sage mal so, von ihren akademischen Credentials her eher schlicht wirken würden, und was für einen klaren, tiefen, weitsichtigen Durchblick sie haben, hinter dem sich so mancher Professor verstecken könnte. Also, es geht um eine intellektuelle, es geht um eine denkerische Integrität. Darum geht es, die gewirkt ist durch den Heiligen Geist, durch die Klarheit des Wortes Gottes. Und deswegen macht die Bibel eben klar, unser Denken ist nicht neutral. Auch das Denken der Heiden ist nicht neutral. Wir haben ja gesehen, wovon es geprägt ist in 2. Korinther 4,4. Sondern auch unser Denken ist natürlich wie alles andere durch den Sündenfall beschädigt und korrumpiert. Und das gilt sowohl für unsere Denkfähigkeit, sonst wären wir ja alle Genies, sonst wären wir alle Sprachgenies und Mathegenies. Fragen Sie den Bruder Schröder, wenn Sie Mathe- und Physikfragen haben, der kann Ihnen das alles ganz genau erzählen. Ja, viele von uns, also ich zum Beispiel nicht, das hat auch was mit dem Sündenfall zu tun. Ja, aber nicht nur was unsere Denkfähigkeit angeht, sondern auch was unsere Denkmoral betrifft, unsere Denkausrichtung, unsere Denkehrlichkeit. Und genauso wie alle anderen Gefährdungen, die aus dem Sündenfall erwachsen, wurde auch diese Gefährdung unseres Denkens durch die Bekehrung nicht einfach weggewischt. Der Herr erneuert unser Denken, der Herr vergibt uns unsere Schuld, der Herr prägt uns. Aber ja, auch als Christen können wir im Denken noch viele Fehler machen. Wir können uns sehr irren, wir können uns stark täuschen und ja, noch schlimmer, unser Denken kann sogar von bösen Motiven geleitet werden, auch als Christen. Luther hat den Finger in die Wunde gelegt, er hat mal gesagt, unser Denken ist käuflich, unser Denken kann für alles benutzt werden. Und nun wird in der Hirnforschung eine hochinteressante These vertreten, schon seit vielen Jahren, aber das ist immer noch, hat immer noch Geltung, und das markiert eben den Gegenpol zu diesem materialistischen Biologismus des Geburtstagsfestreferenten. Andere sagen, dass wir unser Gehirn vergleichen können mit einem Klavier. Also ich beziehe mich hier auf dieses berühmte Werk von John Eccles und Karl Popper. Eccles ist Neurophysiologe, Karl Popper ist Wissenschaftsphilosoph, das Ich und sein Gehirn, 1977. Und da sagen die beiden, vergleichen die beiden unser Gehirn mit einem Klavier und sagen, ein Klavier für sich genommen tut niemandem etwas zu Leide. Ja? Es erfreut auch keinen, es steht da einfach nur so. Und wenn der Bruder Lux dann da drauf die Tasten erklingen lässt und zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle betätigt, dann ist es einfach wunderschön. Aber das liegt nicht an dem Klavier für sich, das ist nur die Voraussetzung, sondern das liegt an Bruder Lux, der darauf spielt. Und so hat es Popper gesagt, ich glaube, dass ich irgendwie auf dem Gehirn spielt, wie ein Pianist auf dem Klavier. So ist, das ist Persönlichkeit. Und es ist kein Wunder, dass Karl Popper immer noch als einer der Philosophen gilt, die für eine offene Gesellschaft gekämpft haben und die zu Recht gegen manche der totalitären Bestrebungen der letzten 2 Jahre immer wieder in Anschlag gebracht worden sind. Das Gehirn denkt nicht selbst, sondern man kann sagen, unser Herz denkt mit dem Gehirn. Denken ist Gehirn plus Herz oder Gehirn plus Geist. Und um dieses Denken tobt ein geistlicher Kampf. Und genau das hat ja auch Paulus beschrieben. Denn die Waffen unseres Kampfes,
Von wegen Konfrontation, ja, Konfrontation, Kampf ist Konfrontation. Sind aber nicht fleischlich, also nicht, weil wir so Streithammel sind, sondern sie sind mächtig, vollmächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Verstehen Sie? Deshalb fordert Paulus uns in diesen Kampf hinein. Mit dem Zeitgeist. Um das Denken. Im Gehorsam gegenüber Christus. Deswegen auch diese kämpferische Sprache. Mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Das ist Krieg. Das ist Kriegsmetaphorik. Und wie harmlos ist dagegen, diese Sprache zu sagen, ja, niemand muss unbedingt, ist aufgefordert, da irgendeinen Konflikt zu suchen. Verstehen Sie? Es geht ja auch um viel mehr als die Gesetze nur. Es geht ja nicht nur um einzelne Gesetze oder Maßnahmen. Es geht um das Denken. Es geht um das Ganze. Es geht um eine Denkweise. Nicht nur um einzelne Gesetze, sondern um ein ganzes Lebenskonzept. Und deswegen ist das schon interessant, wenn man sich einfach mal nur ein paar der Punkte anschaut. Keine Sorge, ich werde das jetzt nicht verhandeln, die zurzeit in der Diskussion sind und die in Fortschreibung des Weges, der davor schon lange beschritten wurde, jetzt auch im neuen Koalitionsvertrag sehr stark herausgehoben werden. Die weitere Auflösung des Abtreibungsrechts, der Versuch, das Werbungsverbot 219a zu beseitigen. Die massive Öffnung noch von viel mehr Möglichkeiten zur Sterbehilfe. Auch da hat das Bundesverfassungsgericht Vorarbeit geleistet. In einem Urteil vom Februar 2020 hat man gesagt, aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht lässt sich das Recht zur Selbsttötung ableiten. Und Begründung, Autonomie des Individuums, individuelle Selbstbestimmung. Also der Mensch darf teilweise nicht darüber bestimmen, mit wie vielen Leuten er zusammen zu Abend isst, aber er darf darüber bestimmen, ob er Hand an sich legt oder nicht. Oder ob er andere bitten und bezahlen darf, Hand an sich zu legen oder nicht. Versteht ihr, liebe Geschwister, das ist ein Dammbruch. Das ist ein Dammbruch, das ist ein Gesamtkonzept. Dann das Selbstbestimmungsgesetz, das sogenannte, was ich zum Transgenderismus sage. Der Plan, das sogenannte Gesetz zum Verbot von Konversionsbehandlung noch weiter zu verschärfen. Das steht explizit im Koalitionsvertrag drin. Der Familienbegriff, der immer weiter aufgelöst wird, dass man sagt, es soll möglich sein, dass auch vier verschiedene erwachsene Personen als Eltern eingetragen werden dürfen für ein Kind. Dass zwei Lesben oder zwei Homosexuelle gemeinsam Kinder haben dürfen und dem Kind damit der Anspruch ja bestritten wird, bei seinen biologischen Eltern zu leben oder zumindest Vater und Mutter zu haben. Die Veränderung des Sorgerechts, die sich aus diesem veränderten Familienbegriff ergibt, an vielen Stellen sichtbar werden, die Hygieneregime mit dem dann darauf bezogenen Impfzwang, den viele am liebsten einführen würden, der auch hineingehört in diese Beschneidung der Freiheitsrechte des Individuums im Interesse einer vermeintlich höheren Gewalt und eines vermeintlich höheren Rechts der Gesamtheit. Das ist die Entwicklung, ihr Lieben, der wir uns gegenübersehen. Und deshalb fordert Paulus, weil es zu allen Zeiten weltanschauliche, ideologische Herausforderungen gab, die sich eben in unserer Zeit in dieser Weise zuspitzen und die in unserer Zeit schon viel leichter denkbar machen, was wir aus der Offenbarung kennen mit dem zunehmenden Zentralismus, der Sehnsucht nach einer Welteinheitsregierung, dem Versuch, diese Welteinheitsregierung religiös, moralisch zu autorisieren, die starke Verflechtung dieser Machtstrukturen mit wirtschaftlichen Global Players. All das hat man natürlich vor Jahrhunderten sich noch gar nicht so vorstellen können. Wir wissen nicht, wie der Zeitplan des Herrn ist. Wir können das nicht berechnen. Es liegt einzig und allein in seiner Hand. Wir müssen jeden Tag neu aus seiner Hand nehmen. Aber das ist eben unser Konzept von Zeitgeist, mit dem wir konfrontiert werden und der dann manchmal, und das will ich an dieser Stelle auch noch sagen, ja, mit diesem Etikett des Radikalismus verbunden wird, der dann schnell, ich erinnere mal an das Zitat von Al Mola, einer christlichen Position gewissermaßen angeheftet wirst, wenn du wirklich behauptest, dass Ehe nur bedeutet, ein Mann und eine Frau, bis dass der Tod euch scheidet, dann bist du radikal, wenn du das für die Wahrheit erklärst.
Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir umso vorsichtiger sein, wie wir sozusagen unter uns Christen mit diesem Begriff umgehen. Als Nathan Busenitz und James Coates dieses so wichtige Buch veröffentlicht haben, Gott oder Staat, wo es einfach nur mal darum geht, wie John MacArthur in der Einleitung sagt, dass die christliche Gemeinde unentbehrlich ist, dass sie sich regelmäßig an einem physischen Ort versammeln muss und dass sie verpflichtet ist, Christus selbst dann zu gehorchen, wenn diesem Gehorsam staatliche Vorschriften und Einschränkungen entgegenstehen. Also dieses mutige Buch, der James Coates hat ja sogar einige Wochen im Gefängnis gesessen, wie Sie wissen, und Nathan Busenitz hat miterleben dürfen mit der Gemeinde von John MacArthur, dass sie von der Rechtsprechung so weit rehabilitiert worden sind, dass der Staat der Grace Community Church am Ende mehr als $800,000 Schadensersatz zahlen musste. Ja, wo nochmal eindrücklich erwiesen war, dass sie wirklich sich zu Recht auf das Recht berufen haben. Ja, und zu diesem wichtigen Buch hat dann ein Gemeindeaufbauexperte aus Deutschland ist gesagt, es sei nicht unbedingt nötig, dass dieses Buch erscheint. Und es bestehe doch die Gefahr, dass es radikalen Kräften in die Hände spielen könne. Also überlegen Sie sich gut, ob Sie dieses Buch kaufen, ob Sie damit radikalen Kräften in die Hände spielen. Ja, das ist so der Druck. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, einfach weil dieser Begriff immer wieder aufkommt in diesen Tagen. Man las das auch vor einigen Tagen auf der Homepage zu einer evangelikalen Konferenz in Norddeutschland in einem Artikel, es war nicht die Hirtenkonferenz des EBTC, wo bezogen wurde auf die evangelikale Situation, gesagt wurde, ja, wir leben in Zeiten zunehmender Radikalisierung und Polarisierung. Bezogen auf die eigenen Evangelikalen als Gewährsmann berief sich der Autor dabei auf ein Interview von Tim Keller. Auch in diesem Statement, das auf der Homepage, die auch diese Konferenz begleitet hatte, erschien, wurde nicht inhaltlich definiert, was man denn für radikal halte. Ja? Aber die Begrifflichkeit, wo sie verwendet wird, Vorsicht vor den Radikalen, ist in jedem Fall ein Signal an den Staat. So nach dem Motto, seht mal, wir distanzieren uns von anderen Evangelikalen, mit denen ihr uns keinesfalls gleichsetzen dürft. Ja, wir sind die Guten, wir sind die Toleranten, wir sind die Zurückhaltenden. Aber es gibt durchaus auch Radikale, die sich wie wir nennen. Und wenn ihr schon auf jemanden schauen wollt, lieber Verfassungsschutz, dann schaut auf die und verwechselt sie nicht mit uns, denn wir distanzieren uns von denen. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch dringend ermutigen, wenn euch solche Vorhaltungen und Behauptungen begegnen, sei es, dass sie euch gegenüber erhoben worden oder gegenüber anderen, dann möchte ich euch dringend bitten, sagt eurem Gegenüber, er möge bitte präzise benennen, welchen Inhalt er für radikal hält. Also welche theologische Position er als radikal einordnet. Also ob er es etwa für radikal hält, dass eine Gemeinde sagt, wir feiern Gottesdienst und machen den Einlass zu unserem Gottesdienst nicht davon abhängig, welche Bestimmungen der Staat von außen vorgibt. Ist das radikal? Ist das radikal, wenn eine Gemeinde sagt, der Herr hat uns aufgetragen, zu seiner Ehre zu singen und wir singen? Ist das radikal? Also, meine Bitte ist, wenn jemand solche Etiketten, solche schillernden Begriffe in den Raum stellt und noch zumal auf Mitchristen bezogen, dann tut ihm den Gefallen und fragt ihn genau, was er damit meint. So, jetzt kommen wir auf die Zielgerade zu diesem dritten Punkt. Paulus sagt, es geht um die Erneuerung eures Denkens und das Werkzeug dafür, das wird hier in Römer 12 nicht mehr eigens erwähnt, das hat Paulus an vielen anderen Stellen vorher beschrieben, das geschieht nämlich natürlich durch das Wort Gottes. Also Kolosser 3, Vers 10 sagt, dass der Christ erneuert wird zur Erkenntnis und Kolosser 3, Vers 16 sagt, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Also das Wort Gottes ist das entscheidende Instrument zur Prägung, Reinigung und Reifung unseres Denkens. Oder schaut, was Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nütze zur Überführung, also auch zur Überführung von Irrtümern, zur Korrektur, zur vollständigen Ausrüstung auch unseres Denkens. 2. Timotheus 3, Vers 16. Und zum Schluss, Paulus sagt auch, wozu das führen soll, noch ein letztes Mal dieser Vers, nämlich damit ihr prüfen könnt. Werdet beständig erneuert in eurem Nous, damit ihr prüfen könnt, damit ihr urteilsfähig seid,
damit ihr wisst, was Gott für wahr erklärt, was Gott wohlgefällig ist, was in Gottes Augen vollkommen ist, etwa auch im Hinblick auf die Schöpfungsordnung, auf das Verständnis von Ehe und Familie, auf den Zusammenhang von Biologie und Geschlecht und so weiter und so weiter. Und nur dann, wenn unser Denken vom Heiligen Geist geschult wird, dann werden wir urteilsfähig, dann lernen wir zu unterscheiden und dann werden wir auch in die Lage gerückt, entscheiden zu können, in dem Sinne, wie es unseren Herrn ehrt und unseren Nächsten zum Segen ist. Ihr Lieben, wir kommen zum Schluss. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie konstruktiv diese Konfrontation sich auswirkt. Es geht nicht darum, dass wir mit ingrimmiger Miene um uns schlagen und alle möglichen Leute für blöd erklären, sondern es geht darum, dass wir diesen Weg versuchen, mit aller Behutsamkeit und mit allem Wissen um unsere eigenen Grenzen auch nachzugehen. Wir haben aber auch gesehen, wie unverzichtbar die Annahme dieser Konfrontation für geistliches Wachstum ist, für die Erneuerung unseres Sinnes, für das Reifen in der Nachfolge unseres Herrn. Wir sahen, die Konfrontation ist unvermeidbar. Dadurch, dass wir sagen, wir müssen sie nicht führen, gibt es sie nicht, sondern sie ist da. Sie überrennt uns, sie beeinflusst die Menschen, für die wir eigentlich Verantwortung tragen, sie vor diesen Einflüssen zu schützen und auf die Auseinandersetzung mit diesen Einflüssen vorzubereiten. Ja, und dann haben wir gesehen, dass gegenüber der Konfrontation diese kurze zeitgeschichtliche Skizze, wie aus diesem Umschlag moderne, postmoderne Totalitarismus, diese Macht der Zivilreligion erwachsen ist, mit der wir es heute zu tun haben, Tag für Tag. Und dann haben wir gesehen, was das Mittel der Konfrontation ist, nämlich dieses Verändertwerden durch Gottes Wahrheit, die er uns in der Bibel schenkt und lehrt. Und in all dem seht ihr, dass diese Konfrontation eine offensive Grundausrichtung hat. Ja? Obwohl auch defensive Elemente dabei sind. Aber die Gesamtausrichtung dieser Konfrontation ist gerade nicht der Ausweis einer Bunkermentalität, sondern im Gegenteil, wir machen die Augen auf, wir gehen auf den Marktplatz, wir schauen genau hin, was passiert, wir lesen, was dort gelesen wird, wir versuchen zu verstehen, was über die sozialen Medien transportiert wird. Natürlich machen wir das nicht so, dass wir Tag und Nacht damit beschäftigt sind, aber und dann, wir können da sicherlich auch ein bisschen Aufgabenteilung machen. Ich bin so dankbar, dass ich in unserer Gemeinde viele Geschwister habe, die mir da auch zuarbeiten, die mir Informationen besorgen, sodass ich nicht jeden Mist manchmal auch mir selber zu Gemüte führen muss. Deswegen bin ich auch noch so fröhlich. Also wir müssen uns da wirklich gegenseitig unterstützen und nicht jeder kann alles tun und wir müssen das richtig gewichten. So, aber ich will nochmal sagen, dass es die Grundausrichtung ist offensiv. Und denkt dran, wie das mit der geistlichen Waffenrüstung ist. Die soll uns, Epheser 6, ne? Die soll uns schützen. Da gibt es defensive Elemente, hinter denen wir in Deckung gehen. Aber es gibt auch offensive Elemente und das Offensivste ist dieses kleine Schwert, mit dem wir dann zustechen in der Auseinandersetzung mit den Denkbewegungen dieser Zeit. Letztlich geht es darum, dass wir vorangehen. Wir kämpfen, und das ist auch wichtig, liebe Geschwister, wir kämpfen niemals gegen Menschen, sondern wir kämpfen um sie. Und lasst das auch immer deutlich werden in der Art und Weise, wie wir uns artikulieren. Es muss deutlich geredet werden. Aber wir müssen uns immer wieder diesen Anspruch haben und den Herrn darum bitten, dass er uns hilft, in aller Deutlichkeit, dieses Bemühen, um den anderen noch erkennbar werden zu lassen. Manchmal gelingt es nicht. Aber das sollte zumindest unser Anspruch sein, dass wir für die, deren Inhalte wir gedanklich, intellektuell bekämpfen, aber immer noch beten. Und ja, und das bitte gebt auch weiter an die euch anvertraut sind. Wir kämpfen kein Rückzugsgefecht, sondern wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir werden unterwegs noch manche Niederlage erleben, das kennen wir auch alle. Aber wir kämpfen kein Rückzugsgefecht, liebe Geschwister. Das wäre das Letzte, was uns vom Herrn aufgetragen ist. Sondern wir stehen auf der Seite des Sieges, der einmal seinen Triumphzug vor aller Welt deutlich machen wird. Und darum können wir diesen Weg getrost gehen, wir können ihn fröhlich gehen, wir wollen ihn in gegenseitiger Unterstützung und Ermutigung gehen und wir wollen uns immer wieder freuen, auch an den vielen, ja, Wundern, die der Herr auf diesem Wege tut, wo Menschen zum Glauben finden, wo Menschen, die jahrzehntelang in Ideologien gefangen waren,
plötzlich das helle Licht des Evangeliums finden und das dann auch bezeugen. Und mit einem solchen wunderbaren Beispiel möchte ich schließen, einer Glaubensschwester, die ich selber noch kennenlernen durfte, Eta Linnemann, Theologieprofessorin ihres Zeichens. Sie ist so ein typisches Beispiel, viele von Ihnen kennen sie noch, für jemanden, der fest verankert war im Denksystem des Zeitgeistes und der diese Konfrontation zwischen der Autorität der Bibel und dem Absolutheitsanspruch der Bibel und dem Machtanspruch des Zeitgeistes wirklich im Zentrum seiner eigenen Person erfuhr. Sie machte in der Theologie eine steile Karriere. Ihr Buch über die Gleichnisse Jesu wurde zum Bestseller. Also wer ein normales Studium als Religionspädagoge machte zu unserer Zeit, der musste Linnemann gelesen haben. Für die Volltheologen war dann Joachim Jeremias das Pendant dazu. Sie studierte bei den berühmtesten Professoren ihrer Zeit, Bultmann, Fuchs und anderen. Und sie sagt von sich selbst im Rückblick, ich war eine blinde Blindenleiterin. Ich glaubte nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist, ich hielt Jesus nur für einen Menschen. Sie bekam Professuren in Marburg und in Braunschweig. Und dann im Jahr 1978 mit 52 Jahren, und ich sage Ihnen, mit 52 Jahren ist ein Theologe längst fertig in seiner Meinungsbildung, in einer persönlichen Krise, die bei ihr so weit ging, wie sie schreibt, dass sie dann bis in den Alkohol hineingeraten ist, findet Frau Professor Linnemann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Weil Studenten für sie gebetet haben, auch das Gespräch mit ihr gesucht haben, sie auf die Bedeutung der Bibel hingewiesen haben. Und Gott schenkt es, dass Eta Linnemann anfängt, die Bibel mit neuen Augen zu lesen und begreift, dass sie bisher die ganze Bibel unter ein Korsett und eine völlig falsche, verzerrende Brille einer menschlichen Ideologie gesetzt hatte und im Grunde genommen immer verzerrt und immer falsch gegen ihren eigenen Deutungsanspruch verstanden hatte. Und sie wird überwunden, sie wird befreit durch die Wahrheit der Bibel. Und mit dieser größten Entdeckung ihres Lebens hat sie nicht hinter dem Berg gehalten. Sie hat sich offen zu Jesus bekannt. Sie hat Vorträge gehalten, auch an Universitäten. Und sie hat auch die Evangelikalen ja geradezu beschworen, keine Kompromisse, auch nicht die leisesten Kompromisse mit der Bibelkritik zu machen, weil sie deutlich immer gesagt hat, es geht um einen Machtkampf. Es geht nicht um die Frage von intellektueller Integrität. Die müssen wir alle wahren auf allen Seiten. Aber der Anspruch der historisch-kritischen Methode, die letztlich behauptet, dass Gott nicht real in die Welt, Zusammenhänge dieser Welt eingreifen könne und dürfe, sagt sie, das ist eine Ideologie, die den das Selbstverständnis und die den Wortsinn der Bibel verfälscht. Und in einem ihrer Bücher, das sie dann veröffentlichte, hat sie auch ihr persönliches Zeugnis geschrieben. Mit ganz wenigen Sätzen aus diesem Zeugnis möchte ich hier schließen. Je mehr sie die Verlässlichkeit der Bibel erkennt, sagt sie, wurde ihr schlagartig klar, dass ich für meine Studenten ein blinder Blindenleiter gewesen war. Und ich tat Buße. Und jetzt stand ich vor der Entscheidung, entweder die Bibel weiter durch meinen Verstand zu kontrollieren, also durch meinen fehlgeleiteten Verstand, oder mein Denken durch den Heiligen Geist verwandeln zu lassen. Das ist hier Zitat Römer 12. Und dann sagt sie weiter, durch Gottes Gnade durfte ich dann Jesus als den erfahren, dessen Namen über alle Namen ist. Ich durfte erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, also nicht nur so genannt wird von den Leuten, von der Jungfrau geboren, dass er der Messias und der Menschensohn ist und ihm solche Titel nicht durch menschliche Überlegung beigelegt wurden. Ich durfte die Inspiration der Heiligen Schrift erkennen und lebendig erfahren. Und ich habe durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in meinem Herzen klare Erkenntnis darüber bekommen, dass mein verkehrtes Lehren Sünde war. Und ich bin froh und dankbar, dass mir diese Sünde vergeben wurde, weil Jesus sie ans Kreuz getragen hat. Deshalb sage ich Nein zur historisch-kritischen Theologie. Und dann der letzte Absatz. Nach wie vor, das zeigt auch so ein bisschen ihren Humor, nach wie vor erachte ich alles, was ich gelehrt und geschrieben habe, bevor ich Jesus mein Leben übergab, für einen Dreck. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, um darauf hinzuweisen, dass ich meine beiden Bücher, Gleichnisse Jesu und Studien zur Passionsgeschichte, samt meinen früheren Beiträgen in Zeitschriften, Sammelbänden und Festschriften verworfen habe. Was ich davon in meiner Wohnung befand, habe ich 1978 eigenhändig in den Müll getan. Und ich bitte Sie herzlich, mit dem, was sich davon etwa noch auf Ihrem Bücherboard findet, das Gleiche zu tun. Das ist der Schluss dieses Statements. Ein Mensch herausgerissen aus den Ketten der Ideologie, aus den Fesseln eines falschen Denkens. Wo das geschieht, ist das immer ein Befreiungsakt. Ein Befreiungsakt, den nur der lebendige Gott selbst wirken kann in unserem Herzen, in unserem Denken.